In diesem Video zeige ich dir, wie du diesen leckeren Maultaschenauflauf mit Spinat und Bergkäse machst. Viel Spaß dabei! Für den Maultaschenauflauf brauchen wir natürlich Maultaschen. Ich habe hier ganz einfache schwäbische Maultaschen. Dann brauchen wir ein bisschen Sahne, da machen wir eine Art Soße nachher drauf. Dann ein bisschen Spinat. Ich habe hier einfach TK-Spinat genommen und habe den über Nacht auftauen lassen. Dann eine große Zwiebel und ein bisschen Allgäuer Bergkäse. Außerdem brauchen wir zum Würzen ein kleines bisschen Oregano, ein bisschen Muskatnuss und wie immer Salz und Pfeffer. Ich habe mir auf dem Sheriff schon mal die Grillplatte bereitgelegt, weil hier werde ich nachher die Maultaschen einfach kurz angrillen, damit sie ein bisschen Farbe haben und ein bisschen Röstaromen. Als allererstes nehme ich mir die Zwiebel und schneide die in Streifen. Anschließend nehme ich mir die Maultaschen und schneide hier so circa 1 bis 2 cm dicke Streifen runter. So, wenn ich die Maultaschen in Streifen geschnitten habe, dann brate ich sie an. Dann mache ich ein bisschen Öl auf die Grillplatte und gebe hier dann einfach die Maultaschen mit der Schnittfläche auf die Grillplatte. So, wenn die Maultaschen dann ein bisschen Farbe haben, dann nehme ich die runter. Die Grillplatte nehme ich dann runter und stelle den Sheriff so auf 180, 190 Grad ein. Dann nehme ich mir den Gaskocher, weil ich mit dem Sheriff ja keinen Seitenbrenner habe, und mache hier den Spinat soweit fertig. Dafür nehme ich mir dann den Wok, beziehungsweise man kann auch einfach eine Pfanne nehmen. Wenn das dann ein bisschen Hitze hat, dann gebe ich hier die Zwiebeln rein. So, die Zwiebeln würze ich dann mit ein bisschen Salz. So, wenn die Zwiebeln ein bisschen Farbe haben, gebe ich den Spinat dazu. Den Spinat habe ich schon gut ausgedrückt, aber da wird wahrscheinlich noch ein bisschen Wasser rauskommen. Ich brate den Spinat dann hier mit an, salze das schon mal gut ab. Gebe hier auch schon ein bisschen Pfeffer dazu. Ein kleines bisschen Abrieb von der Muskatnuss darf natürlich beim Spinat nicht fehlen. Und gebe hier dann auch gleich das Oregano dazu. Den Spinat gebe ich dann nochmal in ein Sieb, weil da wird auf jeden Fall nochmal ein bisschen Flüssigkeit rauskommen und die drücke ich dann ein bisschen aus. So sieht das Ganze dann aus und wie gesagt, das drücke ich jetzt noch ein bisschen aus, weil hier ist auf jeden Fall noch gut Flüssigkeit drin. Und das würde das ganze Gericht verwässern sonst. So, wenn ich das dann soweit habe, dann nehme ich mir die Maultaschen, verteile die hier in meiner Auflaufform. Gebe die Spinatmasse dann drüber. Nehme dann die Sahne, würze die gut ab. Ich gebe hier auch wieder ein bisschen Muskat dazu. Ich lack die Sahne dann leicht an, also heißt, dass sie ganz leicht steif ist bzw. ein bisschen dickflüssiger wird. So, man sieht, es ist ein bisschen dickflüssiger geworden, ein bisschen sämiger. Ich probiere das jetzt einmal kurz. So sieht das Ganze dann aus und das gebe ich jetzt einfach über die Maultaschen und die Spinatmischung drüber. Und ganz zum Schluss gebe ich dann hier den Bergkäse drüber. Und so gebe ich den Maultaschenauflauf jetzt für 20-30 Minuten auf den Grill. So, nach 25 Minuten sieht das Ganze so aus. Und so nehme ich das Ganze dann auch runter, lasse es so ein kleines bisschen auskühlen und dann probiere ich den Maultaschenauflauf. So, ich habe mir jetzt mal ein bisschen was genommen von dem Maultaschenauflauf. Probiere das Ganze jetzt mal. Der Maultaschenauflauf schmeckt richtig klasse, kann ich sagen.
Ich dachte am Anfang, es ist ein bisschen viel Bergkäse, auch wenn es nie genug Käse sein kann. Aber der Bergkäse passt hier super dazu, muss ich sagen. Der bringt eine schöne Würze mit. Mit Maultaschen an sich kann man eh nie was falsch machen. Wenn man gute Maultaschen hat, dann kriegt man auch meistens ein gutes Ergebnis. Der Spinat passt auch super dazu. Die Sahne, das hat echt eine schöne Soße gegeben. Ich kann mir vorstellen, sonst wäre es ein bisschen langweilig. Und wenn man kein Fleisch isst, dann kann man ja auch einfach vegane oder vegetarische Maultaschen nehmen und genau das gleiche Rezept einfach machen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn das so ist, abonniere gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal.